6 Monate schicken. Nun, da muss man ein bisschen ausholen. Also wir hatten immer mal die Vision, einen Tabak zu machen mit natürlichen Aromastoffen. Früchte etc. Nun, es ist sehr, sehr schwierig. Früchte einarbeiten, ein Joghurt, überall, da passiert es ja nicht. Das sind ja alles auf irgendwelchen Pilzen beruhende Aromastoffe. Es soll einfach ein Tabak sein, der natürliche Aromastoffe hat. Und da kam uns die Idee, dass wir Vanille verarbeiten, dass wir Pflaumen verarbeiten, Trockenfrüchte. Nur wie bekommt man das Aroma in den Tabak hinein? Das war uns klar, nur über Fermentation. Also kurzum, der Tabak wurde sehr hoch verdichtet, sodass er fast in seinem Innern wie die Erde glüht. Dadurch verbanden sich diese Aromen mit dem Tabak. Das kommt. Aber das Aroma, das vanillige Aroma, auch das Aroma der Pflaumen, ist voll vorhanden. Und da gab es natürlich noch ein Bonbon dazu, das heißt, ich war am Anfang nicht so erfreut darüber. Da wurde dann eine Nikotinmessung gemacht und er hat vergleichsweise zu anderen leichten Tabak kaum Nikotin. In dem Fall haben wir vielleicht einen revolutionären Schritt gemacht. Hier ist kaum Nikotin drin, der Tabak schmeckt trotzdem. Also nur ein nikotinbezogener Raucher wird sagen, das ist heiße Luft. Das war die Idee. Optisch dominieren hier die dunklen Tabak? Wurde hier auch der Tatka hinzugefügt? Nein, auf keinen Fall. Da muss ich unterschreiben, der Cavendish-Tabak sind dunkel wie Latakia auch, aber das ist eine ganz andere Richtung. Der Cavendish wird schwarz durch die Vergärung, also durch die Fermentation. Für Leder mit Eiweiß und Nikotin umgebaut, also zersetzt. Und der Tabak leicht, er sieht zwar gefährlich aus, wie diese Mischung, aber er ist extrem leicht. Also eher aromatisch. Ist denn der produzierte Tabak auch für Freunde englischen Tabaks Nein, zu empfehlen? Nein, auf keinen Fall. Würde ich sagen, ist dasselbe, wenn man ein Whisky-Liebhaber einen Likör mit 20% verwendet. Was macht jetzt das Rauchen des Purplaisiers zum reinen Vergnügen? Zum reinen Vergnügen ist immer relativ, kommt auf den Raucher an. Also dieser Tabak spricht Pfeifenraucher an, die gerne leicht rauchen, die viel zusätzlichen Geschmack haben wollen. Ähnlich wie bei Teetrinkern, die sagen, ich will nicht nur allein den Teegeschmack, ich möchte auch Vanille, irgendwelche Blüten herausschmecken. Für einen puristischen Raucher, der sagt, ich will Latakia rauchen oder ein Virginia, ist das natürlich nicht der richtige Tabak. Aber wie in allem ist das Feld sehr weit, es soll es auch sein. Und Purplaisier, gibt es exklusiv im Tabak aus Frankreich? Den gibt es bei uns im Moment. Das ist ja auch mit unserer Kreation. Also Purplaisier für 13,50 Euro im Tabak aus Frankreich. Ich bedanke mich. Was begeistert Sie als langjähriger Pfeifenraucher an dem neuen Tabak Pur Plaisir? Er ist sehr nikotinarm aufgrund seiner Herstellung und er schmeckt hervorragend. Wie würden Sie den Geschmack beschreiben? Leicht fruchtig, vanillig, angenehm. Haben Sie so etwas Vergleichbares schon einmal geraucht? Was Vergleichbares habe ich in meiner langjährigen Rauchung, in meinem langjährigen Raucherdasein noch nicht. Abschließend die Frage, wie lange rauchen Sie schon Pfeife? Seit meinem 18. Lebensjahr, ich bin jetzt 59 Jahre alt. Herzlichen Dank. Bitte schön.